Privilegien und die Trainer, die treibt das zum Teil bis in die Weissglut. Heutzutage wird vom Trainer unglaublich viel verlangt, was Führungsqualitäten anbelangt. Die Stars machen es den Trainer sehr oft schwer, dass man sie nur irgendwo durch akzeptiert und irgendwo durch gern hat. Also ich meine außerhalb vom Fußballfeld. Ist diese Liebe gestört, kommt es immer wieder zu schmerzhaften Trennungen. Köbi Kuhn wollte Ciriakus Forza nicht mehr. Roger Hegi warf Kubilay Türkılmaz aus dem Team. Und auch die Liebe von Alex Ferguson zu David Beckham zerbrach. Eine solche Trennung hat auch Eishockey-Nationaltrainer Ralf Krüger hinter sich. An den Olympischen Spielen in Salt Lake City schickte er Marcel Jenny und Reto von Arx nach Hause. Wir waren auf einem Konfrontationskurs. Da waren rote Flaggen vor Olympia, auf denen ich nicht schnell genug reagiert habe. Und im Endeffekt ist es so, dass ein Trainer immer irgendwo vor einem großen Knall wahrscheinlich Warnungen bekommt. Und man muss auf diese reagieren. Heute würde ich viel schneller auf diese roten Flaggen reagieren, würde eingreifen, würde versuchen, einen besseren Weg schon vor die Krise zu finden. Und das habe ich in Salt Lake City nicht gemacht. Dieser Crash hat Ralf Krüger hellhörige gegenüber seinen Stars gemacht. Es wird nie wieder bei Ralf Krüger passieren als Nationaltrainer, dass ich in Euphorie meine Antennen nur ein wenig reinstecke. Die werden draußen bleiben wie ein Hase. Und ich werde schauen, dass man diese riesige Crash, den wir in Salt Lake City erlebt hatten, dass das nie wieder passiert. Ein Trainer muss seine Gefühle immer wieder spüren und nie von irgendwas anderes blockiert lassen. Blockierte, kontrollierte Gefühle? Beim Spiel der Emotionen sind die Trainer oft die Verlierer. Trapattoni büßte für den Frontalangriff auf seine Stars und wurde durch Ottmar Hitzfeld ersetzt. Hitzfeld, seit 6 Jahren bei Bayern München im Amt, gilt als Star im Umgang mit Stars. Entscheidend ist, dass man gut miteinander umgeht, dass man die Spieler ernst nimmt, dass man den nötigen Respekt zeigt untereinander, der Trainer vor dem Spieler, der Spieler vor dem Trainer. Und dann, glaube ich, die Akzeptanz auch viel größer. Und darum, wenn irgendwas passiert, sind ja auch nur Menschen jetzt da, müssen mal ausflippen, sie sind ja auch gewaltig unter Druck, sie müssen auch mal Luft ablassen. Da müssen wir halt das Gespräch suchen mit dem Spieler, bevor man dann vor der Mannschaft den Fall bespricht. Auch wenn Ottmar Hitzfeld gut 60% seiner Arbeit dazu braucht, mit seinen Spielern zu sprechen und sie zu verstehen, heißt das nicht, dass er nicht auch mal hart sein muss. Irgendwann ist immer der Zeitpunkt da, wo man sich trennen muss. Und da muss man ganz klar die Interessen auch vom Verein vertreten. Wie jetzt das letzte Beispiel war ja Giovanni Elba, wo man dann der Roy Mackay verpflichtet hat als Torjäger, auf den man die nächsten 4-5 Jahre setzt, war die Zeit eigentlich auch von Giovanni Elba bei uns abgelaufen. Das klingt hart, aber man muss rechtzeitig die Weiche stellen. Es ist nicht so, dass der Spieler als Sklave ist. Der Spieler ist hoch bezahlt und ich glaube, Giovanni verdient in Lyon noch mehr als bei Bayern München. Ottmar Hitzfeld und Ralf Krüger, moderne Trainer, gute Kommunikatoren. Aber auch sie sind nicht als Meister vom Himmel gefallen. Sie haben hart an sich gearbeitet. Trainercoach Rudi Zahner betreute beide. Auf dem Weg nach oben arbeiten die Trainer bei ihm im Bereich Kommunikation und mit Pferden. Das Pferd gibt mir einfach immer sofort ein ehrliches Feedback. Und das Pferd ist ein sehr guter Spiegel. Das heisst, wenn ich zum Beispiel unsicher bin, unentschlossen, dann spürt das Pferd. Und schlussendlich ist das Pferd braucht Führung, so auch der Spieler braucht Führung. Und ich erlebe mir dort einfach, ich kann mit dem Sinn konfrontieren mit meinem Führungsverhalten, wo ich stehe. 90% aller Trainer scheitern an Führungsschwäche. Dieses Übel hat auch der Schweizerische Fußballverband erkannt und hat reagiert. Erich Vogel arbeitet an einer Trainerweiterbildung mit Kernpunkt Selbsterkenntnis. Jeder Trainer hat
irgendwo seine Limiten. Also auch ein Hitzfeld, auch ein Rehhagel hat dann mit gewissen Spielern nicht umgehen können. Da muss er sich mal bewusst sein, kann ich das überhaupt mit dem? Wenn er das nicht hat, muss entweder er gehen oder nicht in den Verein gehen oder den auswechseln. Letzten Endes kommt es immer auf die eigene Persönlichkeit an, die ein Mensch hat. Und wenn man die Persönlichkeit kann durchbringen, wenn man sich selbst kann durchsetzen kann, dann ist es egal, ob man einen kleineren Verein oder einen Top-Club trainiert. Zu wissen, dass man wenig weiß, ist also der erste Schritt zur Weisheit. Ist dieser Schritt getan, wird nicht nur der Star, sondern auch der Trainer geliebt.